Jetzt geht's los. Ich liebe einfach die Ens-Köche. Wie ihr euch euren eigenen Beamer herstellen könnt, das verrate ich euch jetzt. Viel Spaß! Für unseren Beamer brauchen wir eine schwarze Farbe. Ich benutze eine Volltön- und Abtönfarbe. Ihr könnt aber genauso Wasserfarbe oder jede sonstige schwarze Farbe benutzen. Eine Lupe. Schaut einfach da, was ihr zu Hause da habt. Je besser die Lupe, desto besser das Ergebnis. Ein Pinsel. Eine Schere. Ein Klebeband. Ein Stift. Eine Schüssel. Ein kleines Glas. Das Glas sollte nicht größer sein als euer Karton, den ihr nachher verwendet. Und ein Schuhkarton. Ihr könnt allerdings statt einem Schuhkarton auch jegliche anderen Karton nehmen. Ihr braucht allerdings einen Deckel. Als allererstes braucht ihr Farbe, Pinsel und eure Schüssel und den Karton natürlich. Und das allererste, was wir machen, wir werden den Karton und auch den Deckel komplett schwarz bepinseln. So, schon ein bisschen eingedickt. Und los geht's. So, nachdem ihr alles schwarz angemalt habt, Deckel, genauso wie in der Box, schneiden wir ein Loch rein. Wie groß das Loch nachher sein soll, das zeigt euch eure Lupe. Eure Lupe, den Stiel dürft ihr übrigens gerne dran lassen, setzt ihr hier an und umrundet einmal komplett mit eurem Stift. Nachher einfach den Kreis ausschneiden. So, nachdem ihr das Loch reingeschnitten habt, ganz kurzer Check. Die Lupe passt perfekt. Nehmen wir unser Klebeband und kleben quasi die Lupe komplett drumherum. Jetzt muss ich ein bisschen drehen, ist natürlich blöd wegen der Kamera. Nehmen wir einfach mal die hier mit drüber. Nachdem ihr die Lupe dran geklebt habt, kommt unser Glas zum Einsatz. Das Glas dient dazu, das Bild quasi nachher zu verschärfen, indem ihr euer Handy dort anlehnt. Logischerweise, wenn ich das Handy jetzt einfach hier reinlege, sieht man nichts. Wenn ich es nachher so anlege, für euch auch nochmal so, dann wird das Bild durch die Lupe nach draußen gestrahlt. Zum Anlehnen nehme ich einfach das Glas. Es gibt auch die Möglichkeit, euch einen Kleiderbügel so zu biegen, dass ihr quasi eine Halterung fürs Handy baut. Im Prinzip alles, wo euer Handy dran kann, funktioniert. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt schon unser Beamer fertig gebaut. Jetzt dürft ihr eure Lieblingssendung raussuchen. Bei mir, ich habe es ja schon verraten, die Ens-Köche. Wichtig ist, ihr müsst das Ding so verriegeln, dass das Bild nachher auf dem Kopf steht. Das muss nämlich dann so nachher rein. Warum muss das so nachher rein? Das Licht wird durch die Lupe so gebrochen, dass es sonst seitenverkehrt auf der Wand landen würde. Wollen wir natürlich richtig schauen. Das heißt, das Ganze, wenn wir es verkehrt herum reingeben, wird es nachher richtig angezeigt. Am allerbesten ist das Ganze auf eine weiße Folie zu werfen oder auf eine weiße Wand, auf eine weiße Tür zu Hause und dann könnt ihr euch einen schönen Filmabend machen und den genießen. Mit der Regelung hier müsst ihr einfach ein bisschen schauen, auch wie weit ihr den Beamer von der Wand nehmt und damit müsst ihr einfach ein bisschen spielen, aber dann habt ihr wirklich einen coolen Beamer für echt wenig Kohle und ich würde jetzt sagen, ich schaue nochmal die Ens-Köche. Viel Spaß! Wenn wir schon beim Experimentieren sind, probieren wir mal die Getränke hier. Eigentlich ganz normal.
Naja. Schmeckt ein bisschen seltsam. Wenn ihr mehr Videos von uns schauen möchtet, abonniert doch unseren Kanal, macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal.